Kabbala, eine Einführung in die Geheimlehre. Was ist die Kabbala? Geschichte, Mystik, Kosmogonie, Weltentstehungstheorie, der Lebensbaum und die Sephirot, die Klippot. Zitate zur Kabbala von Albert Pike. Die Quellen unseres Wissens über die kabbalistischen Lehren sind die Bücher Yetzirah und Zohar, aber sie enthalten Materialien, die viel älter sind als sie selbst. In ihnen, wie in den Lehren von Zoroaster, geht alles, was existiert, von einer Quelle unendlichen Lichts aus. Albert Pike in Morals and Dogma. Pike, der sich auf transzendentale Magie bezog, bezeichnete die Kabbala auch als das vollkommenste System, das der Mensch je geschaffen hat, um sich selbst, die Natur und Gott zu verstehen. Man ist voller Bewunderung, wenn man eine Lehre sieht, die so logisch, so einfach und gleichzeitig so absolut ist. Theorie und Praxis eines absoluten Systems. Manly Palmer Hall. Manly Palmer Hall bezeichnet in seinem berühmten Buch »The Secret Teachings of All Ages« die Kabbala als ein komplexes System, das Elemente der Philosophie, Mystik und Theologie kombiniert und durch Symbole, Buchstaben und Zahlen verkörpert, um die Natur des Göttlichen, des Universums und der menschlichen Seele zu erforschen. Laut Hall ist die Kabbala eine gewaltige Kombination aus Theorie und Praxis, eine uralte Weisheitstradition und eine Lebensführung, die auf spirituelle Erleuchtung und ein tieferes Verständnis der Vernetzung aller Existenzen abzielt. Einfluss der Kabbala auf den westlichen Mystizismus. Die Kabbala hat einen großen Einfluss auf die Freimaurerei. Manly Palmer Hall und Albert Pike, die gerade zitiert wurden, waren Hochgrad-Freimaurer. Doch auch das Rosenkreuzertum ist stark von der Kabbala beeinflusst, sowie der Hermetic Order of the Golden Dawn und viele andere Geheimgesellschaften. Auch haben Systeme der Numerologie, Astrologie und Alchemie sowie der Theurgie, der Gottesarbeit durch magische Prozeduren, stark durch Kabbala profitiert und Inspiration erhalten. Was ist aber die Kabbala? Die gewöhnliche Annäherung an die Kabbala ist die, Kabbala wird oft als, Anführungszeichen, jüdische Mystik, Anführungszeichen Ende, bezeichnet. Doch was sagt die Etymologie, die Sprachgeschichte, zu diesem vordergründigen Verständnis? Etymologisch bedeutet Kabbala Tradition oder mündlich überliefertes Wissen. Dies bezieht sich auf die mündlich überlieferten Systeme der Bildung, die in alten Kulturen, vor allem im Bereich der mystischen Lehren, etabliert wurden. Diese mündlich überlieferten Systeme der Bildung waren in Ost und West vergleichbar von der Gebrauchskultur. Die Upanishaden waren eine mündlich überlieferte Diskussion philosophischer Art über die ältere Tradition der Veden, bevor die Upanishaden tatsächlich auch eine Schriftform erhalten haben. Ähnlich vermuten Historiker, existierte kabbalistische Überlieferung lange vor den schriftlichen Niederschriften der Kabbala als Lehre und System im Westen. Kabbala und Religion. Kabbala ist kein Zweig mosaischen Glaubens. Obwohl es eine Geschichte vieler berühmter Rabbiner als kabbalistischer Lehrer gibt, sollte die Kabbala an sich nach Ansicht vieler Experten für Religionswissenschaft nicht als ein bestimmter Zweig des Judentums verstanden und bezeichnet werden. Ein Zweig wie das orthodoxe, das rekonstruktive, das liberale oder das konservative Judentum. Wenn die Kabbala nun kein Zweig ist, was ist sie dann? Mystizismus. Die Kabbala ist kein einheitliches oder kohärentes System, sondern vielmehr ein Phänomen von
Lesarten, eine Bibliothek von Texten, eine Reihe von Konzepten und eine Reihe von Praktiken. Das sagt Jakob Dweck in The Scandal of Kabbalah. Die Kabbalah kann als ein vielschichtiger Ansatz innerhalb der Mystik betrachtet werden. Die Kabbalah vor der Kabbalah. Biblische Prophezeiungen. Der Prophet Hesekiel und der Prophet Jesaja beschreiben im Alten Testament Visionen von Engeln, von brennenden Rädern am Himmel, dem Aufstieg in den Himmel und dem Thronsaal Gottes, der von Engelwesen, Seraphim, umgeben ist. Magische Bücher. Bereits vor den kabbalistischen Lehren in ihrer Niederschrift gab es im Judentum zwei mystische Traditionen, die Literatur Hekalot, übersetzt Paläste, und Merkava, übersetzt Streitwagen, die Dutzende von alten jüdischen mystischen Texten enthält. Es gibt auch ein altes jüdisches Zauberbuch namens Sefer HaRazim, das eine Art magische Anrufungen mit den Namen von Engeln beschreibt. Ursprünge der Kabbala. Geheimwissen. Der Gelehrte Josef Dann schreibt, dass die Kabbala eine Behauptung jüdischer Spiritualisten vom Mittelalter bis heute ist, dass sie eine Tradition erhalten haben, die viele Jahrhunderte lang geheim gehalten wurde. Was war das für eine Tradition? Moses am Berg Sinai. Das Konzept hinter dieser Tradition des Geheimwissens war, dass der biblische Moses am Berg Sinai angeblich okkultes Wissen erlangt hatte, nicht nur die mosaischen Gesetze oder die Tora, also die fünf Bücher Mose, sondern auch ein weitaus subtileres Wissen über die Gesetze, die das Universum regieren. Drei Ebenen von Weisheit, geheime Einblicke. Laut Meinung vieler Kabbalisten erlangte Moses auf dem Berg Sinai drei Arten von Wissen: das Gesetz, die Tora, die Seele des Gesetzes, die Mishna, der Talmud, und die Seele der Seele des Gesetzes, die Kabbala. Das Gesetz, Tora, die fünf Bücher Mose, soll allen Kindern Israels gegeben worden sein. Die Seele des Gesetzes, Mishna und Talmud, wird bestimmten Rabbinern durch tiefes Nachdenken, Einsicht und Diskussion gegeben. Und die Seele der Seele des Gesetzes, die Kabbala, ist selbst für die Gelehrten verborgen und nur für einige wenige Auserwählte zugänglich durch Eingreifen von Engeln oder von Gott. Weisheit am Baum, die Vertreibung aus dem Paradies. Die kabbalistische Ursprungsgeschichte. Eine zentrale kabbalistische Idee, der Baum des Lebens, geht auf den berühmten allegorischen Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis in der Bibel, Genesis 2,9, zurück. Einige Mystiker behaupten sogar, dass diese beiden Bäume in Wirklichkeit ein und dasselbe sind. Seit der Vertreibung aus dem Paradies vermischen sich Gut und Böse und schaffen eine Welt, in der der Mensch die Aufgabe, Beirurim, hat, Gut und Böse zu trennen und die Funken der Heiligkeit in sich zu suchen, wobei Gottes Gegenwart die Shechina ist. Die Wiederherstellung von Eden. Kabbalisten glauben, dass die strukturelle Darstellung des Lebensbaums, Etz Chaim genannt, mit seinen 10 Sephirot, Schichten der Existenz, ein Überbleibsel dessen ist, was er im Garten Eden war. Kabbala zu studieren bedeutet also, sich mit der verlorenen Weisheit des Paradieses wieder zu vereinen. Die geschlechtliche Perspektive innerhalb der Kabbala. Männlich und weiblich als Existenzebenen. Die Kabbala gibt eine geschlechtsspezifische Perspektive auf die 10 Sephirot, die Schichten der Existenz. Sie können männlich oder weiblich sein oder in Bezug aufeinander sowohl männlich als auch weiblich. Die Geschlechtsmerkmale werden hier als Geber und Empfänger sinnbildlich beschrieben. Diese geschlechtsspezifische Perspektive steht im Einklang mit dem hermetischen Gesetz: Alles hat ein Geschlecht. Liebe ist hierbei, auch kabbalistisch gesehen, eine Metapher für Mystik. Die Hauptquellen der Kabbala:
Sefer HaBahir, Sefer Yetzirah. Das berühmte Sefer HaBahir stammt aus dem 12. Jahrhundert und ist der erste Text, der drei typische Konzepte der Kabbala einführt. 10 Sephirot als Schichten der Existenz, eine weibliche göttliche Kraft, Geschlechterdualismus und die Allegorie eines Baumes, des Baums des Lebens. Das Sefer HaBahir entstand historisch gesehen erst, nachdem die intellektuelle Debatte über ein noch älteres Buch, das Sefer Yetzirah, das wahrscheinlich von Rabbi Akiba im 2. Jahrhundert verfasst wurde, bereits etabliert war. Die Diskussion über das Sefer Yetzirah, die Beziehung zwischen hebräischen Zahlen und Buchstaben, man nennt die Gleichsetzung zwischen Zahlen und Buchstaben Gematria, und die Betrachtung des Göttlichen war seit dem 10. Jahrhundert ein beliebtes Thema unter Gelehrten. Das Buch des Glanzes, das vielleicht berühmteste kabbalistische Buch. Der Sefer HaZohar oder kurz Zohar wird von vielen Gelehrten als die wichtigste Quelle der Kabbala bezeichnet und übertrifft damit den Sefer HaBahir und den Sefer Yetzirah. Gelehrte bezeichnen ihn als höchsten Ausdruck jüdischer literarischer Vorstellungskraft im Mittelalter, so sagt Arthur Green in A Guide to the Zohar. Der Zohar ist jedoch kein einzelnes Buch, sondern vielmehr eine umfangreiche Textsammlung. Die aktuelle Übersetzung und Kommentierung des Zohar bei der Stanford University umfasst 12 Bände. Geschrieben wurde der Zohar im 13. Jahrhundert von Rabbi Moses de Leon in einem Dialekt des Aramäischen, der Sprache Jesus, der mit Hebräisch vermischt ist. Der Zohar bezieht sich auf einen historischen Weisen namens Shimon bar Yochai, der im 2. Jahrhundert nach Christus lebte und ein Schüler des Märtyrer Rabbi Akiba war. Er kommentierte die Tora und lehrt über die okkulte Natur Gottes und der Schöpfung. Der Kulturraum früher Kabbalisten, Pioniere der Weisheit. Der Zohar entstand im 13. Jahrhundert in Kastilien, Spanien, als Zusammenfassung der damals etablierten intellektuellen jüdischen Gemeinschaft, wobei die ersten Kabbalisten hochgelehrte Rabbiner waren. Zeit und Raum. Historische Zentren der Kabbala waren die intellektuellen Brennpunkte im mittelalterlichen Europa, zum Beispiel die Stadt Girona und die Region Kastilien in Spanien, später die Provence in Südfrankreich und, nachdem große Teile der jüdischen Bevölkerung im 15. Jahrhundert von den katholischen Herrschern von der Iberischen Halbinsel vertrieben worden waren, auch in Osteuropa. Die östliche Tradition der Kabbala entstand im 18. Jahrhundert und führte zur Chassidismusbewegung. Berühmte Kabbalisten und ihre Lehren. Isaac der Blinde aus der Provence. Isaac der Blinde kommentierte das kabbalistische Standardwerk Sefer HaBahir. Er schrieb zudem auch zahlreiche metaphysische Texte über den Ursprung des Universums. Nachmanides aus Girona. Moses ben Nachman war Arzt, Autor und Diplomat. Er schrieb einen Kommentar zur Tora und fungierte als Vermittler in diplomatischen Angelegenheiten für religiöse Fragen der jüdischen Gemeinde am spanischen Hof. Abraham Abulafia aus Kastilien. Abraham Abulafia glaubte, dass die hebräischen Buchstaben Lebewesen seien und das Sprechen oder Singen von Aleph bis Taf eine Anrufung darstelle. Er entwickelte ein System von Meditation und Atemtechniken, die auf Buchstaben basieren. Wenn Kabbala ein mystisches System ist, stellt sich die Frage, was ist Mystik? Die Bestrebungen der Kabbalisten reichen und reichten historisch von politischen über künstlerische bis hin zu mystischen Werken unter Verwendung von Buchstaben, Zahlen und Symbolen, wobei letztere am bekanntesten sind. Daher ist die Definition von Kabbala als einem mystischen System allgegenwärtig. Mystik wird heute von der Harvard University in The Pluralism Project definiert als ein experimentelles, spirituelles Bestreben, dem Göttlichen in dieser Welt zu begegnen oder es anzurufen. Kabbala und Philosophie.
Im weiteren Sinn bezieht sich Kabbala nicht unbedingt auf die Mystik einer bestimmten Religion, ist vielmehr eine Perspektive auf Religionen, Überlieferungen und symbolische Sinnsysteme. Kabbala ist jedoch auch, einige Gelehrte sagen in erster Linie, ein philosophisches System. Die Kabbala zeigt, wie die Erstursache des Seins in ihren Instanzen vom Erhabensten bis hin zur physischen Materie ausstrahlt. Sie kann daher ein integraler Bestandteil aller Studien in Philosophie, Metaphysik, Erkenntnistheorie, Ontologie, das ist allgemeine Seinslehre, Kulturgeschichte und natürlich auch Magie sein. Die Kosmogonie oder die Weltentstehungslehre in der Kabbala. Im abstraktesten Sinn können die Lehren der Kabbala erklären, wie die Urquelle des Seins entsteht, die Kosmogonie. Die Kabbala ähnelt sehr einer einflussreichen antiken Philosophie, dem Neoplatonismus. Neoplatonismus war auch für das Rosenkreuzertum von wesentlicher Bedeutung. Der Neoplatonismus beschrieb, wie das Eine, die Urquelle des Seins, auf Griechisch heißt es Tohen, sich schöpfungshaft in Nous, den Geist, Psyche, die Seele und Hülle, die Materie, ausstrahlt. Diese Ausstrahlungen des Einen wurden auch als Emanationen, als Hervorbringungen bezeichnet. Die Kabbala sieht das Urwesen der Neuplatoniker, das eine Sein, das Henon, noch weiter differenziert an, in drei Instanzen namens Ein, Ein Sof Aur. Ein kann als grenzenlos oder kein Ding, nicht gegenständlich beschrieben werden, als Gottwesen vor der Existenz. Ein Sof wird von Isaac dem Blinden beschrieben als nicht mit Worten zu erklären und ähnelt in einer modernen Allegorie der sogenannten schwarzen Materie in der Physik. Ein Sof Aur nun ist das Äquivalent zur Dynamik des Seinsursprungs, die Dynamik, mittels derer sich aus dem grenzenlosen Sein vor der Existenz etwas verkörpern kann, ist Ein Sof Aur, auch übersetzt als grenzenloses Licht, grenzenlose Ausstrahlung, Expansion. Was sind die Sephirot? Zusätzlich zur Unterscheidung des einen Seins als Ursprung in Ein, Ein Sof und Ein Sof Aur, versteht die mystische Kabbala den Schöpfungsprozess selbst als von 10 sogenannten göttlichen Sephirot, Einzahl Sephira bestimmt. Zusätzlich gibt es eine 11. geheime Sephira namens Da'at. Sephirot sind Schichten der Existenz, Emanationen, göttliche Vermittler oder auch 10 Mächte, die zusammen die Macht der Gottheit repräsentieren, so sagt Joseph Dann. Der sogenannte Baum des Lebens zeigt die allmähliche Emanation des Göttlichen von der höchsten Sephira, genannt Keter, zur niedrigsten, genannt Malkut. Die kabbalistische Weltentstehung, Kosmogonie auf einen Blick. Die Kabbala unterscheidet das Urwesen des Seins in Ein, Ein Sof und Ein Sof Aur. Aus Ein Sof Aur entsteht der sogenannte Baum des Lebens mit seinen 10 Sephirot oder 11 Sephirot einschließlich Da'at von Keter, der höchsten Emanation, bis Malkut, der niedrigsten der Materie, die zusammen einen allegorischen Lebensbaum bilden. Der Baum des Lebens und die 10 Sephirot im Detail. Die Sephira, die Ein Sof am nächsten steht, ist Keter, übersetzt die Krone, gefolgt von Chokma, Weisheit, Bina, Verständnis, Da'at, die verborgene Sephira, das ist eine Brücke zwischen dem universellen Verständnis und dem individuellen Verständnis. Ferner Keset, Barmherzigkeit, Gebura, Strenge, Tiferet, die Schönheit, Netzach, Sieg, Hot, die Pracht, Jesod, das Fundament,
und schließlich Malkut, übersetzt das Königreich, was die Materie bedeutet, also die Sphäre, die Menschen am meisten erfahren. Die Sephirot in der Kabbala können auch sinnbildlich auf zwei Säulen angeordnet werden, der weißen Säule der Barmherzigkeit und der schwarzen Säule der Strenge. Diese Säulen, genannt Yachin und Boas, spielen eine große Rolle in der Freimaurerei und in vielen anderen Geheimgesellschaften. Die drei kabbalistischen Bestandteile der Seele. Ein gemeinsames Thema aller Mystizismen der Welt, Mystizismus hier verstanden im Sinne von Gershom Scholem als eine Perspektive der Religion, ist das Konzept von Makrokosmos und Mikrokosmos und dessen Spiegeleffekt. Der Baum des Lebens als imaginäre Karte des Universums kann somit auch eine Karte der menschlichen Seele sein. In der Sefer Yetzira gibt es drei Seelenbestandteile. Die Neshama, die Ruach und die Nefesh. Diese drei Teile der Seele können mit den Sephirot in Verbindung gebracht werden. Neshama mit dem oberen Dreieck, zuständig für die höchsten geistigen Prozesse. Ruach mit den sechs mittleren Sephirot, zuständig für die Gefühlswelt, die Emotionen. Und Nefesh mit der untersten Sephira, Malkut, der Körper und auch die animalischen Instinkte. Die vier kabbalistischen Welten. Neben der alten und modernen Assoziation von Sephirot mit den drei Teilen der Seele gibt es vier kabbalistische Welten, genannt die Olamot. Sie sind nach Rabbi Itzhak Luria und Heinrich Agrippa von Nettesheim in seinem Werk De Occulta Philosophia vier Prinzipien des Seins. Azilut, die höchste kabbalistische Welt, die Welt der Archetypen. Priya, die Welt der Schöpfung. Yetzira, die Welt der Grundlagen und Asiya, die Welt der Manifestation. Die vier kabbalistischen Welten werden mit vier absteigenden oder aufsteigenden Bereichen auf dem allegorischen Baum des Lebens in Verbindung gebracht. Zuoberst ist Azilut, gefolgt von Priya, von Yetzira und von Asiya. Betrachten wir die Kabbala als eine Seinslehre und einen Bauplan des Universums wie auch der menschlichen Erkenntniskraft, so stellt sich eine beunruhigende Frage. Eine Frage der Kosmogonie, der Weltentstehungslehre. Warum gibt es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Mit Ein Sof und Ein Sof Auer, die durch 10 oder 11 sephirotische Emanationen entstehen und vier dynamische Welten bilden, sehen wir diesen komplexen Bauplan des Universums. Aber die Frage bleibt, warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts? Der prominente Rabbiner Isaac Luria erklärte, warum und wie das Urwesen ausstrahlt, weshalb etwas aus der Erstursache in Existenz kam. Dieser Begriff heißt Tsimtsum. Tsimtsum bedeutet Kontraktion, ähnlich wie die Kontraktion eines Muskels. Ein Sof, so erklärt der Kabbalist, zog sich zusammen und hinterließ durch die Kontraktion einen Raum, in dem die Welt, wie wir sie kennen, entstehen konnte. Die Schöpfung als Unvollkommenheit. Das kabbalistische Tsimtsum-Paradigma lässt Raum für eine Schöpfung, die von Natur aus nicht perfekt ist. Durch eine Kontraktion, durch einen Rückzug der Erstursache, durch einen Raum schaffen, vielleicht durch einen Bruch im System, wurde Existenz als solche möglich. Übertragen auf das menschliche Leben bedeutet das, dass niemand und kein Leben perfekt ist. Daher kann zum Beispiel die moderne Psychotherapie Inspiration aus dem Tsimtsum-Paradigma ziehen, zum Beispiel für die Schattenarbeit und für das posttraumatische Wachstum und die intensive Aufarbeitung von Traumata, zum Beispiel in der Forschung von Mordechai Rotenberg.
die Klippot. Laut der Kabbala manifestiert sich kosmologische Unvollkommenheit durch eine Art zerbrochenen Spiegeleffekt, eine Schattenseite von allem. Der Baum des Lebens ist also nicht ideal, sondern so unvollkommen wie das Leben selbst. Die 10 Sephirot haben ihre eigenen Schattenseiten, die sogenannten Klippot. Was sind die Klippot? Klippot bedeutet wörtlich übersetzt Schale oder Hülle. Das Konzept hinter den Klippot ist, dass jede Sephira eine raue, schattenhafte oder blinde Seite hat, die sogar als böse oder dämonisch bezeichnet werden kann. Der allegorische Baum des Lebens kann somit umgekehrt werden und sich dann spiegelverkehrt zu einem Baum des Todes ausdehnen. So wie die Sephirot auf dem Baum des Lebens mit Tugenden in Verbindung gebracht werden und der Legende nach von Engelwesen regiert werden, stehen die Klippot für Laster und sollen, nach Auffassung prominenter Kabbalisten, von dämonischen Wesen regiert werden. Der Baum des Lebens und seine Bedeutung für die menschliche Psyche, der Baum des Todens und ebenfalls seine Bedeutung. Der angebliche Baum des Todes ist nicht zu fürchten. Laut Rabbi Isaac Luria in seinem Tzimtzum-Paradigma hat der Schöpfungsprozess die Schöpfung tatsächlich beschädigt. Eine der Hauptaktivitäten des wahren Kabbalisten sollte daher die Praxis des sogenannten Tikkun Olam sein, das heißt wörtlich die Welt reparieren. Es beginnt in der Theurgie, also in der theurgischen Magie, in der Lichtarbeit und in der Therapie, mit der Schattenarbeit. Kabbalistische Studien befassen sich im Wesentlichen mit der Überwindung der Schwelle zur Sterblichkeit im immerwährenden menschlichen Streben danach, mehr als nur menschlich zu werden. Der Tiefenpsychologe Carl Gustav Jung sagte einmal über die Kabbala: Der Mensch ist dazu bestimmt, Gottes Helfer bei dem Versuch zu werden, die Gefäße wiederherzustellen, die zerbrochen wurden, als Gott daran dachte, die Welt zu erschaffen.